Donnerstag, 14. Juni 2018, 18.56 Uhr. Die 21. Fußball-Weltmeisterschaft hat mit einem Sieg für den Gastgeber begonnen. Russland setzte sich im Eröffnungsspiel 2018 gegen Außenseiter Saudi-Arabien 5:0, 2:0 durch. Diese Bornaer zeigte eine insgesamt dürftige Leistung, die für den Auftakterfolg aber ausreichend war, weil Gegner Saudi-Arabien der vielleicht schwächste WM-Teilnehmer ist. Denis Cheryshev war mit 2 Treffern der Spieler des Spiels. Bereits nach 12 Minuten sahen Russlands Staatspräsident Wladimir Putin, FIFA-Präsident Gianni Infantino und die knapp 81.000 Zuschauer im Moskauer Luschniki-Stadion einen Treffer. Der russische Mittelfeldspieler Juri Gacinski traf mit einem platzierten Kopfball ins linke Doreck zum 1:0. Nach diesem Blitzstart verlor Russland einen seiner besten Spieler. Alen Sagöv musste in der 24. Minute verletzt vom Platz. Für Sagöv kam Cheryshev, der nach einer sehenswerten Einzelaktion das 2:0 kurz vor der Pause erzielte, 43. Minute. Zwischen den Toren herrschte kaum Spielfluss. Russland überließ Saudi-Arabien den Ball und machte aus seinen Konteraktionen wenig. Auch in der zweiten Hälfte blieb das Spielniveau niedrig, immerhin, ein weiterer Treffer fiel noch. Mit Artjom Denba traf er ein weiterer Joker, er erzielte wenige Sekunden nach seiner Einwechslung das 3:0 per Kopf, 71. Kurz vor Abpfiff traf Cheryshev mit einem Traumtor zum 4:0. Für den Endstand sorgte Alexander Golovin mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 4. Minute der Nachspielzeit. Den nächsten Einsatz hat das russische Team am Dienstag gegen Ägypten und Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool. Für einen Sieg in diesem Duell wird sich Russland wohl steigern müssen. Saudi-Arabien trifft in seinem zweiten Vorrundenspiel auf Gruppenfavorit Uruguay. Die WM-Übersicht mit allen Partien und Anstoßzeiten finden Sie hier. Sie wollen sich den Spielplan ausdrucken? Bitte hier entlang. Russland, Saudi-Arabien 5:0, 2:0, 1:0 Gazinskai, 12. 2:0 Cheryshev, 43. 3:0 Denba, 71. 4:0 Cheryshev, 90+1, 5:0 Golovin, 90+4, Russland, Arkenfave, Mario Fernandez, Kutepov, Ignashevich, Zirkov, Gacinski, Zubnin, Samidov, 64. Kutsuev, Golovin, Sagöv, 24. Cheryshev, Smolov, 70. Denba, Saudi-Arabien, Al-Mayouf, Al-Sharani, OS, Hosawi, Hosawi, Al-Braik, Otaif, 64. Al-Muwallad, Al-Sheri, 72. Babri, Al-Yassim, Al-Farai, Al-Dawari, Al-Sahlawi, 85. Muannad Asiri, Schiedsrichter, Nestor Pitana, Argentinien, gelbe Karten, Golovin Al-Yassim Zuschauer, 81.000, ausverkauft.